Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr sich Politiker so direkt vor Wahlen verbiegen können. Ich finde das immer relativ sensationell. Und ich finde, besonders gut hat seine Sache dieses Mal der baden-württembergische Ministerpräsident gemacht. Und aus diesem Grund habe ich es mir nicht nehmen lassen, ihm einen kleinen Text zu schreiben. Und mein erster Text heißt also dementsprechend Ode an Stefan Markus. Mappus, Mappus, großer Meister, du göttergleicher Kaiser auf dem Schwabenthron. War's das für dich etwa schon? Wolltest du doch stets das Beste, gabst viel und nahmst für dich nur Reste. Zum Beispiel, und dafür danke ich dir, von unserem Geld ENBW-Papier. Ich bin so stolz, einen Wertkonservativen wie dich hier zu haben, der immer sein christliches Weltbild vertritt und uns damit immer Schritt für Schritt zurück in eine Zeit führt, wo doch alles besser war. Einen schweren Schlag musstest du erleiden, als NS-Richter Filbinger von eurer Seite schied. Er war euch schwer geliebt und schwer geachtet. Ja, so einen tüchtigen Richter braucht man doch in diesen Zeiten, in der das Volk nicht mehr weiß, wie man Hochachtung schreibt und wie man auf den Knien bleibt, wenn die Herren im Raume sind. Mappus, Mappus, großer Meister, du göttergleicher Kaiser auf dem Schwabenthron, war's das für dich etwa schon? Bei Homosexualität, da siehst du rot, gabst uns Gas und Wasser in der Not, dem Sprühregen im Park spazieren gehen, ich gebe es zu, wäre ohne dich nur halb so schön. Seit kurzem bist du nun auch Atomkraftgegner, trägst die rote Sonne am Jackett. Nicht lange her, da warst du treibende Kraft, die ein Weiter mit Atomkraft schafft und alle Sorgen ad absurdum wies. Hieß es da nicht bei jedem Argument, wie sicher unsere Meiler sind? Deine Meinungsänderung, gestammelt auf einer eilig einberufenen PK, geschah da sicher nur aus Zufall. Das Ganze überzeugt mich sehr und lässt mich still auf Wunder hoffen. Die Welt hält jetzt den Atem an. Was wird ihm wohl als nächstes folgen? Gerüchte drehen ihre Kreise, verdichten sich und werden siedend heiß von Ohr zu Ohr getragen. Wechselt Gaddafi nun ins Menschenrechtskomitee? Pflanzt Kolumbiens Junta ab jetzt nur noch Tee? Wird Amerika jetzt wirklich zur Demokratie? Nie mehr wird Charlie Sheen sich mit Alkohol und Frauen einlassen und Kim Jong-il wird alle Strafgefangenen entlassen. Zur Entschädigung bekommt jeder einen echten Dresdner Stollen von den Brüdern aus der DDR. Ganz leer fühlt sich indes Dieter Bohlen, er will nie wieder Lieder schreiben und sich für immer in einem Kloster in der Lüneburger Heide bleiben. Oh, ganz heiß kommt gerade ein neues Gerücht, dass alles, was in der Bild steht, auf einmal schonungslose Wahrheit ist. Fix hat sich wohl von Foxy getrennt und ihn unter Tränen aus dem Testament gestrichen. Putin wird nun doch zum lupenreinen Demokrat, die Erkenntnis kam nach Schröders letzten ostwestfälischen Speckbratkartoffelsalat. Fahrt wird es unterdessen Sarrazin. Er befindet sich laut dem letzten Klatsch auf dem Weg nach Mekka zur Hatsch. Dort will er mit diversen Kopftuchmädchen speisen und ihnen sein Buch ranpreisen. Osama bin Laden unterdessen hat uns nicht vergessen. Seine Rache am Abendland gelang geradezu filmreif. Laut Bild am Sonntag ist er der neue Eigner von 9 Live. In Japan zeigt man endlich mal Gefühl und junge Frauen lassen Berlusconi kühl. Ich kann es beinahe nicht fassen, Lothar Matthäus trainiert einen Bundesliga-Verein und nebenher hat er... Das sind gerade ist ja nicht gedacht. Ich kann es beinahe nicht fassen, Lothar Matthäus trainiert einen Bundesliga-Verein und nebenher hat er mit Boris Becker eine Diskussion entfacht, wie man die Keuschheit junger Damen überwacht. Ja, meine Damen und Herren, das alles noch viel mehr würde ich glauben, wenn ich Wahl in Baden-Württemberg wäre. Mappus, Mappus, großer Meister, du göttergleicher Kaiser auf dem Schwabenthron. War's das für dich etwa schon?